작은 기회, 기도로 듣는 음악, 음악으로 그려진 예수님의 순환과 죽음. 사순시기 동안 예수님의 순환과 죽음을 다루는 순환곡들을 소개해드리고 있습니다. 오늘은 하일리히 슈츠의 루카스 파시온, 루카 순환곡 소개해드리겠습니다. 바흐보다 한 세기 앞선 슈츠는 생애 후반기에 세 개의 순환곡을 작곡합니다. 마테오 순환곡, 루카 순환곡, 그리고 요한 순환곡. 슈츠의 이러한 순환곡들은 전통적인 무반주 형식 안에서 복음사가가 전하는 부분은 낭송의 모노디 양식이고, 군중을 묘사하는 부분들은 다성합창으로 노래합니다. 그 중에서 루카 순환곡을 보면 제자들은 무교절 음식을 차리고 유다는 수석사제들에게 예수를 넘기기로 합니다. 시간이 되자 예수님께서는 내가 고난을 겪기 전에 너희와 함께 이 파스카 음식을 먹기를 간절히 바랐다. 내가 너희에게 말한다. 파스카 축제가 하느님의 나라에서 다 이루어질 때까지 이 파스카 음식을 다시는 먹지 않겠다. 이렇게 말씀하시면서 성찬예를 제정하십니다. 도입부부터 에어슈프라흐츠 이넨, 예수님께서 그들에게 이르셨다까지 루돌프 마우스베르거의 지휘로 드레스덴 크로이츠 코어, 복음사가 페터 슈라이어, 예수 테오 아담, 그리고 여러 솔로이스트가 함께 연주합니다. Schriftgelehrten trachteten, wie sie ihn töteten, und furchten sich für dem Volk. Es war aber der Satanas gefahren in den Judas, genannt Ischariot, der da war aus der Zahl der Zwölfen, und er ging hin und redet mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten, wie er ihn wollte ihnen überantworten. Und sie wurden froh und gelobten ihm, Geld zu geben. Und er versprach sich und suchte Gelegenheit, dass er ihn überantwortet ohne Rumor. Es kam nun der Tag der süßen Brot, auf welchen man musste opfern das Osterlamm, und er sandte Petrum und Johannem und
sprach: Gehet hin, bereitet uns das Osterlamm, auf das wir's essen. Sie aber sprachen zu gepflasterten Saal zeigen. Da selbst bereitet es. Sie gingen hin und fundens, wie er ihnen gesaget hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und da die Stunde kam, satzte er sich nieder, und die 12 Apostel mit ihm, und er sprach zu ihm: Ich hat herzlich verlanget, dieses Osterlamm mit euch zu essen. Ehe denn ich leide. Selbigen
das Brot, danket und brach's und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, dir für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach: Das ist der Kelch, das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir über Tische, und zwar des Menschen Sohn gehet hin, wie es beschlossen ist. Doch wehe dem selbigen Menschen, von welchem ihr verraten wird. Und sie fingen an zu fragen unter sich selbst, welcher es doch wäre unter ihnen, der das tun würde. Es erhub sich auch ein Zank unter ihnen, welcher unter ihnen sollte für den Größten gehalten werden. Ihr aber sprach zu ihnen: Die weltlichen Könige herrschen, und die Gewaltigen heißet man gnädige Herren. Ihr aber nicht also, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste, und der Fürnimmste wie ein Welcher ist der Größeste, der zu Tische sitzet, oder der da dienet? Ist es nicht also, dass der zu Tische sitzet? Aber bin unter euch wie ein Diener, ihr aber seid es, die ihr beharret habet bei mir in meinen Anfechtungen, und ich will euch das Reich bescheiden.
ihr essen und trinken sollet über meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Stühlen und Richten die zwölf Geschlechter Israel. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, dir Satanas hat euer begehret, dass ihr euch möchte sichten wie den Weizen. Ich habe aber für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dir mal einst dich bekehrest, so stärke deine Brüder. Er sprach aber zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir in das Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petre, ich sage dir, dir Herrn wird heute sprach zu ihnen: So oft ich euch gesandt habe, ohne Beute, ohne Tasche und ohne Sie sprach: